Im Alten Testament findest du dramatische Prophetien, die wir, wenn wir die heute lesen, gar nicht als so scharf empfinden, weil wir da einfach schon drin leben. Hesekiel 36, Abvers 26 heißt es: Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben, und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben, und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmung bewahrt und tut. So, als der Olle Hesekiel, der übrigens aus priesterlichem Geschlecht war, ja, obwohl er in der babylonischen Gefangenschaft war, das hier empfangen hat, war das ein Skandal. Weil zu dem Zeitpunkt war allgemein nur bekannt, dass der Heilige Geist auf Menschen kam, wie eine Salbung. Ja, der Geist kam auf sie und dann waren sie befähigt, irgendwelche Dinge zu machen. Ganz deutlich siehst du das bei Mose. Dann war teilweise mal die interessante Situation, wo es heißt, dass der Herr von dem Geist, der auf Mose war, nahm und auf diese 70 Ältesten legte und so weiter. Der Geist war auf ihm und in einem gewissen Maße fast quantitativ, kann man sagen, ganz eigentümlich. Und hier Hesekiel schreibt jetzt tatsächlich, dass Gott den Geist in das Innere des Menschen gibt. Das gab es im Alten Testament nicht, das gab es im Alten Bund nicht, das war undenkbar, das war fast blasphemisch, das war ja der Geist Gottes, heilig, ja, gegenüber diesem gefallenen, sündigen Menschen. Und genau darum geht es hier, um dieses steinerne Herz, fleischerne Herz, eben weil man mit dem normalen menschlichen Dasein eben die Gesetze, das Gebot nicht erfüllen kann. Das war das, worum es hier ging, die Rechtsbestimmung. Ja, ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und das ist etwas, was im Alten Testament ein gewaltiger Ausblick ist auf das, was Gott tun wird, irgendwann einmal, ohne dass das die Propheten damals auf Jahrhunderte gesehen haben. Jesaja 44, Vers 3. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Da siehst du schon ein bisschen einen anderen Aspekt. Ja, da geht es darum, dass der Geist auf die kommt. Aber nicht auf Einzelne wie Mose oder was weiß ich, David oder sonst wen, sondern auf die Nachkommen, auf die Sprösslinge. Also Menge. Ja, Menge. Gott verheißt, ich werde auf das Volk, auf deine Nachkommen meinen Segen geben und meinen Geist ausgießen. Okay, ihr merkt, da ist also schon eine interessante Spannung drin, ja, mit dem Ding, dass der Geist auf ist und dass der Geist in Menschen ist. Und das haben wir schon im Alten Testament hier wiedergegeben. Okay, jetzt mache ich mit euch einen Ausflug. Wir schauen uns mal die Sache an, wie das bei Jesus gewesen ist, wie sich das bei ihm entwickelt hat. So, Jesus, das ist ja sehr interessant. Er war vom Heiligen Geist gezeugt. So sagt die Schrift. Empfangen vom Heiligen Geist. Da war also dieses Mädel Maria, und dann heißt es dort, dass der Heilige Geist sie, Achtung, ein interessantes Wort, überschattete. Dass er sie überschattete. Und dass dann, bring gleich die Bibelstelle, sie schwanger wurde vom Heiligen Geist. So heißt es in der Bibel. So, und dass da etwas geboren worden ist und derjenige, der es so hervorgebracht hat, war der Heilige Geist. Empfangen vom Heiligen Geist. Etwas Heiliges wurde geboren. Das heißt, die irdische Mutter hat im Geist etwas empfangen und etwas Geistliches ist hervorgekommen und dann herangewachsen. Jesus Christus, und das ist mein Punkt, ist aus dem Geist geboren. Jesus ist aus dem Geist geboren, von Anfang an. Und er war der erste Mensch, bei dem sowas überhaupt stattfand. Deshalb sagt die Bibel, dass er der Erstgeborene der neuen Schöpfung ist. Ne? Gut, ihr guckt mich alle so ungläubig an. Ist aber allgemeiner theologischer Konsens soweit. Ja? Also ist jetzt noch nichts Außergewöhnliches. So, Lukas 1, Vers 34. Maria aber sprach zu dem Engel: Wie wird es zugehen, da ich von keinem Manne weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, und darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. So, der Heilige Geist kommt über diese junge Frau, überschattet sie, und etwas kommt zur Geburt.
In dem Fall Jesus Christus. Aus dem Geist geboren. Aus dem Geist geboren. Matthäus 1, Vers 18. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Also das ist schon wirklich sehr plakativ deutlich gesagt, ne? Schwanger vom Heiligen Geist. Ich meine, dass die Maria da in ihrem Umfeld dann mit Stress konfrontiert war, das ist ein anderes Thema, ist ja nachvollziehbar. Aber für uns ist klar, es ist völlig logisch. Es musste eine neue Schöpfungsordnung geschaffen werden, weil die alte war gefallen. Und Christus ist der Erste in dieser neuen Schöpfungsordnung. Er kam vom Heiligen Geist und das, was Neues entstand, die neue Kreatur, war aus dem Geist geboren. So, ich sage es mal ganz bewusst provokativ. Jesus war ein Geistwesen. Ja, ein Geistwesen. Die Bibel bezeichnet ihn als Erstling, als Erstgeborenen. Schaut, Gott hat Adam geschaffen. Der sollte diese Schöpfung bewahren, sollte sie regieren, sollte das alles hervorbringen, was nach den Absichten Gottes war. Aber, wie ihr alle wisst, ist Adam gefallen. Ja? So, das heißt, die ganze Schöpfung, wir alle als seine Nachfahren, sind gefallen. Um dieses ganze Elend, dass der Mensch gefallen ist, zu lösen, hat Gott sich etwas einfallen lassen, nämlich er ist gekommen und hat die Sache mit dem Opfer gebracht, mit dem Gesetz gebracht, wo man im Grunde genommen durch das Bringen des Opfers immer wieder vorausschauend, übergangsweise frei werden konnte von diesem Problem der Sünde, von diesem Gefallensein. Gut. Und dann war das aber keine endgültige Lösung. Das war nur vorübergehend. Ja? Kein Mensch kann gerecht werden, auch nicht einer, ja? Weil kein Mensch das Gesetz halten kann. Das ist völlig klar, sagt die Bibel ganz unmissverständlich. Und deshalb musste Gott eine neue Lösung schaffen und er hat eine neue Kreatur geschaffen. Er hat Jesus gesandt in diese Schöpfung, gezeugt von Gott. Adam war geschaffen. Ja, aber Jesus ist von Gott gekommen und ist vom Heiligen Geist gezeugt worden. Deshalb sage ich, er ist ein Geistwesen, auch wenn das sehr für unsere Ohren provokativ klingt. Ja? Wenn du dich damit beschäftigst, das ist mit diesem neuen Adam und mit diesem Erstgeborenen und so weiter, ist im Neuen Testament reichlich zu finden, ist aber jetzt gar nicht mein Hauptpunkt. Mein Hauptpunkt ist, der Geist Gottes war in ihm. Verstehst du, er ist vom Geist Gottes gezeugt worden und von Geburt an, von schon als er noch im Mutterleib war, war der Geist Gottes in ihm. Ja, er war gezeugt vom Geist Gottes. Als Jesus geboren ist, war der Geist Gottes in ihm. Und das ist für mein Verständnis der erste Mensch, wo diese Verheißung von Hesekiel beispielsweise sich realisiert hat. Der Geist Gottes in einem Menschen. Gab es vorher nicht. Ja? Deshalb sagt die Bibel, er ist der Erstgeborene einer neuen Schöpfung. Geboren im Geist, der Geist in ihm. Es gibt einen sehr bemerkenswerten Satz, der für viele Leute, die in dieser Thematik sich nicht auskennen, ziemlich provokativ klingt. Und zwar, ein Christ ist ein Geist, hat eine Seele und lebt in einem Körper. Gemäß Neuem Testament ist das die absolute Wahrheit. Wenn ich jetzt zu dir sage, du bist Geist, dann klingt das mehr als befremdlich. Weil wir da häufig in diesem Ding nicht drin sind und das einfach komisch für uns klingt. Aber es ist die Wahrheit. 1. Korinther 6, Vers 17. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wer dem Herrn anhängt, ist Geist. Warum? Weil wenn jeder Mensch, der neu geboren ist, ist eine neue Kreatur, ist aus dem Heiligen Geist gezeugt und ist ein Geistwesen. Okay, also Punkt 1, Jesus, gezeugt vom Heiligen Geist, war nach meinem Verständnis der erste Mensch, in dem der Heilige Geist drin war, in seinem Inneren. Gut, wenn wir uns dann die Evangelien weiter anschauen, kommt es, nachdem Jesus dann größer geworden war, dass er ja irgendwann zu dieser Situation kam mit der Taufe am Jordan.
Ne? Er ist da an den Jordan gegangen, wo Johannes schon einen mächtigen Predigtdienst hatte und massenhaft Leute gekommen sind. Die Bibel sagt ganz Judäa, was schon ganz ordentlich ist. Ne? Wenn ganz Hessen käme, um getauft zu werden, wäre nicht schlecht. Okay. Okay. Und er ging dorthin und dann war es so, dass Jesus auf diese Taufe bestanden hat. Jesus sagte, ich will getauft werden, weil Johannes gesagt hat, eigentlich ist das hier verkehrt rum. Du müsstest mich taufen. Weil er wusste schon, da ist was. Ja, er wusste schon, hier ist etwas Neues, hier etwas anderes. Hier ist jemand, in dem der Geist Gottes ist. Irgendwie hatte er ein Zeugnis davon. Johannes wollte ihn erst nicht taufen, aber Jesus sagt, es muss passieren, Achtung, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Gerechtigkeit ist ja dieses Thema mit der Sünde. Um von diesem Sündenthema frei werden zu können, muss er, sagt er, getauft werden. Und zwar im Wasser. Matthäus 3, Vers 13. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihn und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn es gebührt sich, denn so gebührt es sich, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Und als Jesus getauft war, Achtung, anschließend, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Hier hast du also die Situation, dass Jesus am Jordan ist, getauft wird im Wasser und unmittelbar danach kommt der Heilige Geist auf ihn. Der Heilige Geist war schon in ihm und jetzt kommt er auf ihn. Und wir lesen mit der Ausnahme, dass er da als Zwölfjähriger im Tempel war und die Leiter da erstaunt waren über sein Know-how, lesen wir nicht, dass er irgendein Zeichen oder Wunder oder irgend das Geringste gemacht hat, sondern erst ab dem Moment beginnt sein dienstlicher Job zu entwickeln. Wir lesen vorher nichts von irgendetwas. Gut, Johannes 1, Vers 32, das ist das Zeugnis von Johannes, dem Täufer, und der sagt über Jesus, Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren und er blieb auf ihm. Das ist jetzt die gleiche Situation aus der Sicht von Johannes dem Täufer geschildert. Er sagt, ich sah das, wie der Geist auf ihn kam und auf ihm blieb. Also das war irgendwie erkennbar, wie auch immer. Das war zu sehen, er konnte das bestätigen. Ne? Und weiter heißt es dann, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst, den Geist herabfahren und auf ihm bleiben. Dieser ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Dieser ist es, der mit Heiligen Geist tauft. So, Johannes hatte ein starkes Verständnis über das Kommen des Messias, über das Thema Feuer und Wasser und Taufe und Heiliger Geist. Da war er sehr drin. Jesus sagt, er wäre der Höchste im gesamten alten Bund, ja, also als Prophet von der Erkenntnis und so weiter her. Und hier haben wir diese Situation, diese Begegnung von den beiden, sozusagen vom alten Bund und vom neuen Bund, ja, und Jesus akzeptiert diese Taufe, die muss sein, und gleichzeitig kommt dann der Heilige Geist auf ihn. Und wie gesagt, hier müssen wir verstehen, ist die Situation anders. Ich sag's mal so, vorher war der Heilige Geist nicht auf ihm, sondern in ihm. Und jetzt war er in ihm und auf ihm. Okay, wichtig. Jemand hat mal gesagt, ja, wieso kann man denn eigentlich wie eine Taube und nicht wie Feuer? Eine Interpretation, die vielleicht passen könnte, ist, in Jesus gab es nichts, was verbrannt werden musste. An Sünde oder irgendwelchen Sachen, die hätten verzehrt werden müssen durchs Feuer. Und da kam der Heilige Geist sehr sanft, wie eine Taube. Auf jeden Fall ist hier die Stimme Gottes zu hören, mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Das ist das, was man gemeinhin die Taufe im Heiligen Geist nennt, wenn der Heilige Geist auf jemand kommt. Ne? Getauft im Geist.
So, wenn wir weiterschauen, entwickelt sich die Sache erstmal anders, als wir denken, denn der Heilige Geist in ihm und auf ihm, das Erste, was er macht, ist, ihn in die Wüste zu treiben. In die Wüste zu treiben, Matthäus 4, Vers 1. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Also nicht der Teufel hat Jesus in die Wüste geführt, sondern Jesus wurde vom Heiligen Geist in diese Phase hineingeführt, wo der Feind ihm dann begegnet hat, wo er diese 40 Tage gefastet hat. Ja, in der Wüste. Das Interessante sind hier 40 Tage. Da kommen wir hinterher nochmal drauf zurück. In Lukas 4, 1 bis und 14 heißt es, Jesus aber voll Heiligen Geistes. So, wer am Freitag da war, der weiß das mit dem voll Heiligen Geistes. Das kommt etliche Male in der Bibel vor. Jesus hier, voll Heiligen Geistes. Nach der Taufe war er voll, ja, komplett. Kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt. So, dann kommt diese ganze Story mit der Versuchung und diesen uns überlieferten drei Versuchungen des Teufels. Und danach heißt es, und das ist sehr bemerkenswert, in Vers 14, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und der nächste Satz ist schon, und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgebung. Du liest, wie gesagt, nichts. Man geht davon aus, dass er 30 war. Das ist der Zeitpunkt, wo der levitische Dienst begann. Also der priesterlich-levitische Dienst begann, wenn du 30 geworden bist. Vorher gab es das nicht, ja, ab dem Alter. Und wahrscheinlich war es so, dass er mit seinem quasi Geburtstag dann sich aufgemacht hat im Alter von 30 Jahren und dort zum Jordan gegangen ist. Wahrscheinlich. Steht nicht in der Bibel, kann man aber vermuten. Und dann ist er hier getauft worden, wurde mit dem Heiligen Geist getauft, wurde in die Wüste getrieben, 40 Tage dieser Konflikt. Und als er rauskam, kam er in der Kraft des Geistes. Ihr versteht, da ist eine Abfolge drin. Der Heilige Geist in ihm, quasi schon von Geburt an, dann dieser eigene Heilige Geist auf ihm, dann diese Konfliktsituation und danach ging er in der Kraft des Geistes los und innerhalb von jetzt auf sofort erscholl es in der ganzen Umgebung, weil er mit Zeichen und Wunder und Krafterweisen vorwärts gegangen ist. Ne? Nach 40 Tagen. Und dann war es auch so, dass er, wie gesagt, seinen Dienst begonnen hat, hat angefangen, Jünger zu berufen, Jünger zu trainieren und zu schulen und sie in ihre eigene Berufung hineinzuführen. Wir können also sagen, dass hier ab diesem Moment, wo er aus der Wüste kam, sein Dienst richtig begann. Und dieser Dienst begann in der Kraft des Geistes. Der Dienst für das Reich Gottes muss in der Kraft des Geistes geschehen. Amen. Amen. Du bist mit mir. Halleluja. So. Und was passiert hier, wenn jetzt ein Mensch in dieser Kraft dient, dann wirkt der Heilige Geist durch ihn. Ne? Denn hier einen Menschen zu heilen oder zu befreien oder zu segnen, das ist ja etwas, was aus dem himmlischen, übernatürlichen Bereich kommt und dann freigesetzt ist. Ja? Gott heilt. Gott befreit. Aber er gebraucht dazu eben Menschen. Ja? Wenn das also passiert, dass jemand im Dienst ist, dann muss es durch ihn geschehen. Der Geist wirkt durch ihn. Das sagt Jesus ganz deutlich mit diesen Strömen lebendigen Wassers. Ne? Das fließt durch den Menschen. Die Sache ist folgendermaßen, hier im Gedärm, ja, nach hebräischem Verständnis, da wohnt der Geist. Da hat er seine Wohnung bezogen. Und Jesus sagt, wer mich glaubt, wie die Schrift sagt, Klammer auf, das sollte hoffentlich für jeden Christ gelten, denn wenn er nicht glaubt, wie die Schrift sagt, hat er ein Problem, sollte er dringend zu seinem Pastor gehen, Klammer zu. Wer mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe, und wörtlich steht da Bauch, nämlich hier das, von dessen Bauch werden Ströme lebendigen Wassers fließen, das sagt er vom Geist. Also, aus deinem Bauch wird Heiliger Geist fließen. Das ist biblisch. Nun, der Bauch, bei aller Wertschätzung, ja, ist Fleisch, ne? Ist irdisch, schon. Ne? Ist also Bauch halt, ne? Körperlich. Hä? Aus dem Bauch fließt der Geist. Aus dem Körper fließt der Geist. Kannst du mir erklären, wie das funktionieren soll? Aus der übernatürlichen Dimension fließt irgendwie etwas ins Natürliche hinein
durch diesen Bauch. Ja, du musst es dir so vorstellen, ich sag mal, wie ein, ich sag mal, Portal. Versteht mich nicht falsch, wie so ein Portal. Aus dem Übernatürlichen fließt durch dich das Wirken Gottes und bewirkt etwas im Natürlichen. Das kann Heilung sein, das kann ein prophetisches Wort sein, das kann alles Mögliche sein, was aus dem Geist herausgeboren ist und durch dich wirkt. So, Ströme lebendigen Wassers, die durch uns fließen. Durch uns, durch uns. Ne? Und das ist genau der Punkt. Der Dienst ist, wenn der Geist Gottes durch dich hindurch fließt und wirkt. So, jetzt hast du schon das dritte Ding. Den Heiligen Geist in Jesus von Geburt an. Der Heilige Geist auf Jesus nach der Taufe. Und so wie er in den Dienst ging, wirkte der Geist Gottes durch ihn. Er wirkte durch ihn. Ne? Okay. In Apostelgeschichte 10, Vers 38, da heißt es, wird über Jesus gesprochen, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Ja, der Heilige Geist und mit Kraft gesalbt. Weißt du, was Salbung ist? Salbung steht immer für drauf. Salbung ist äußerlich. Du wirst nicht deinem inwendigen Menschen gesalbt. Ja? Im inwendigen Menschen wirst du vielleicht durchs Feuer gereinigt, im besten Fall. Aber die Salbung ist immer etwas, was äußerlich passiert. So, er war mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt. Das kam auf ihn. Der Heilige Geist auf ihm, das bewirkte, dass eben diese Krafttaten möglich waren, die dann durch ihn kamen. Okay, nächster Punkt. Ich hoffe, überfordere euch nicht. Ne? So, nächster Punkt ist jetzt ein ganz, ganz, ganz massives Ereignis, was auch, soweit ich weiß, alle vier Evangelien berichten. Das ist die sogenannte Verklärung. Die Verklärung ist ein Wort, was Lutherdeutsch ist, was wir heute selten gebrauchen, heißt nichts anderes als Verherrlichung. Die Verherrlichung Jesu. Die Verherrlichung Jesu. Jesu geht mit drei Jüngern da auf diesen nicht näher genannten Berg. Ja? Hat dort eine übernatürliche Begegnung mit unter anderem mit Mose und mit Elia. Warum Mose und Elia ist ein anderes Thema. Spreche ich gerne rüber, aber nicht jetzt. Und wieder erscheint dort die Stimme Gottes zu hören. Und die ganze Sache ist in dieser Situation so, dass da auf einmal die Wolke der Herrlichkeit erscheint. Die Shekinah-Herrlichkeit in dieser Situation. Da lesen wir vorher im Neuen Testament kein Wort von. Die Wolke der Herrlichkeit wird hier bei dieser Verherrlichung Jesu, dieser Verklärung Jesu zum ersten Mal in der Abfolge im Neuen Testament erwähnt. Und was passiert mit dieser Wolke der Herrlichkeit? Sie überschattet die Leute. Überschattet. Oha, kennen wir doch. Und sie kommen in die Wolke hinein. Matthäus 17, Vers 5. Als er noch so redete, also Jesus mit Mose und Elia, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke, aus der Gegenwart Gottes, aus der Herrlichkeit Gottes, der Schekina, sprach, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Also das Bild ist, die drei Jungs gehen mit Jesus auf den Berg. Eine Bibelübersetzung sagt, sie haben geschlafen. Und als sie aufwachten, war da eben dieses beeindruckende Szenario. Auf jeden Fall war Jesus dort und diese Mose und Elia. Und dann erschien die Herrlichkeit Gottes in dieser Wolke. Und es hat sie erschrocken. Warum? Weil die Wolke Gottes ist heilig. Ja, die Herrlichkeit Gottes ist heilig. Es ist etwas, wo man sich jeglicher Form von Sünde und seinem sündigen Bewusstsein, seinem Fleisch bewusst wird. Und wir müssen beachten, die Jünger, das war ja noch in dieser Übergangsphase vom Neuen Bund zum Alten Bund. Die Frage ist, ob die Jünger bekehrt waren. In unserem Verständnis. Ich sage keine Aussage, ich frage das nur mal. Ja? Wir wissen nicht, wie ist die Situation. Auf jeden Fall waren sie nicht neu geboren zu dem Zeitpunkt. Das finden wir später. Kommen wir gleich drauf. Auf jeden Fall waren sie erschrocken, als diese Wolke der Herrlichkeit Gottes, diese Gegenwart Gottes über sie kam, ja, und sie überschattet hat. Und wie gesagt, aus dieser Herrlichkeit kam diese Stimme. Was hier war, war die Herrlichkeit Gottes hat sich manifestiert auf Jesus. Und ich habe gestern einfach mal in der Bibel geschaut mit diesem überschattet. Im Neuen Testament gibt es das überhaupt? Im Neuen Testament das Wort überschattet. Also im Deutschen habe ich geguckt.
ne? Jetzt nicht im Griechischen oder so, Hebräischen. Was ist das? Und da habe ich eine interessante Bibelstelle gefunden in Hebräer 9, ab Vers 3. Da kommt das Wort auch vor. Und da geht es interessanterweise um den Sühnedeckel, die Bundeslade. Also ganz kurz, Bundeslade, das war das zentrale Element im alten Bund. Da waren, das war im Allerheiligsten. Da kam auch nur ein einziges Mal im Jahr, der hohe Priester an Yom Kippur durfte da hineintreten mit einem komplizierten Dienst. Ansonsten durfte der nie dahin und auch sowieso niemand anderes. Die Bundeslade war also immer in diesem Allerheiligsten separiert. Ja? Und da war diese Bundeslade und da waren zwei Cherubim. Kein Mensch weiß, wie die ausgesehen haben. Ne? Zwei Cherubim, zwei Engelwesen und die haben hier ihre Flügel ausgebreitet über diesen Mittelbereich von dieser Bundeslade. Und diesen Bereich, den nannte man den Thron der Gnade. Den Thron der Gnade, das ist der Thron der Gnade. Also wenn du im Lobpreislied vom Thron der Gnade singst, das ist gemeint. Ja, das ist nicht eine nette Floskel, sondern das ist sehr konkret. Und das ist das zentrale Element im Alten Testament, wo Gott zu begegnen ist. Aber die Leute konnten nicht hinkommen. Die waren alle weit weg. Ja, die durften sich überhaupt nicht so weit nahen. Ja, die Leviten sowieso nicht, also die Frauen schon gar nicht. Ne? Also sorry, da spreche ich bei den 7-Festen-Seminaren drüber, wo du unter anderem siehst, wie genial der neue Bund ist. Ja? Und dann die Männer auch nur bis zum bestimmten Punkt und dann die Leviten nur bis zum bestimmten Punkt und die Priester nur bis zum bestimmten Punkt und der Hohenpriester einmal im Jahr mit einem komplizierten Dienst, insgesamt durfte der 4-mal da reingehen, an dem einen Tag und dort dann an der Bundeslade was tun. Ja, da entsprechend ein Opfer da bringen, Blut da bringen. So, und das war der Thron der Gnade. Und das war eigentlich das, wo es um die wahre Sündenvergebung ging. Da ging es um Vergebung von Sünde. Der Hebräerbrief beschäftigt sich sehr intensiv mit diesem Thema. Und da hast du unter anderem die Aussage, dass wir eben heute Freimütigkeit haben, hinzuzutreten mit aufgedecktem Angesicht zum Thron der Gnade. Ja? Das ist etwas, was im Alten Testament blasphemisch war. Normale Leute, wie bitte, direkt unmittelbar zu Gott, nicht durch Distanzen und Priester und bla und blups getrennt, sondern direkt zu Gott. Denkt dann, als Jesus starb, zerriss der Vorhang und der Weg war offen. Ne? Okay. Und darüber schreibt der Hebräerbrief und dann heißt es hier folgendermaßen, um hier zurückzukommen zu dieser Überschattung, das Allerheiligste, ne, und da schreibt er drüber, das einen goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, Bundeslade, in welcher der goldene Krug, der mit Manna, der das Manna enthielt, und der Stab Aarons, der gesprosst hatte, und die Tafeln des Bundes waren, also die Steintafeln, wo das Gesetz drauf stand. Oben über ihr, der Bundeslade, aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten. Hier geht es wieder um Herrlichkeit und dieses Überschatten. Die Cherubim überschatten den heiligen Ort, ja, den heiligen Ort der Gegenwart Gottes. Und genau das ist das, was hier passiert ist. Die Wolke der Gegenwart Gottes überschattete in dem Fall jetzt die Jünger und das war schockierend für die. Und genauso war es bei Maria, als der Geist Gottes sie kam und überschattete, um etwas Heiliges zur Geburt zu bringen. Also ihr merkt schon, da geht es um eine bestimmte Situation. Der Geist Gottes wirkt und bringt etwas hervor. Ja? So, die Story geht weiter. Nach dieser Verherrlichung, Jesus geht dann seinen Weg und er geht in Gehorsam bis ans Kreuz und in den Tod. Und dann kommt der ganz, ganz entscheidende Punkt überhaupt in der Bibel und in unserem Leben und in der Geschichte Gottes mit den Menschen, nämlich die Auferstehung. Ich sage dir eins, das Evangelium ohne Auferstehung kannst du in die Tonne knocken. Ist fast nichts wert. Ja? Eine gute Nachricht und fertig. Jesus starb für dich, prima. Und dann? Die Auferstehung ist das entscheidende Element. Erst durch die Auferstehung wurde er ja der Erstgeborene der neuen Schöpfung. Wenn Jesus im Grab geblieben wäre, dann wäre es eine nette, schöne Religion gewesen. Ja? Aber die durchschlagende Power des Christentums, das wäre nie zum Durchbruch gekommen.
Ab der Auferstehung war völlig alles anders. Mit der Auferstehung wurde wie ein neues Kapitel in der Geschichte Gottes mit der Menschheit aufgeschlagen. Ab jetzt war völlig andere Story. Völlig andere Story. Ja? Die Auferstehung ist das absolute Zentrum unseres Glaubens. Jetzt war der Feind besiegt und der Gerechtigkeit Gottes war Genüge geleistet. Die Sünde war getilgt. Jesus war gestorben. Der neue Bund war aufgerichtet. Ja? Jetzt konnten die nachfolgenden Menschen, die Nachfolger Jesu, auch ein Leben im Geist erfahren. Nochmal, im Alten Testament hören wir nur, dass der Geist auf den Menschen war. Früher habe ich übrigens immer gedacht, das ist ja erbärmlich. Ja? Die hatten niemals das Vorrecht, dass der Geist in ihnen war. Das habe ich revidiert, diese Ansicht. Denn der Geist auf uns und der Geist in uns ist, hat andere Wirkungsweise. Kann man also nicht einfach sagen, das eine ist gut, das andere ist schlecht. So funktioniert das nicht. Ne? Aber jetzt war es möglich, dass Menschen im neuen Bund als Geistwesen ja, hineinkamen in das Leben, was Gott eigentlich für sie hatte. In die Berufung, in die Bestimmung, die Gott eigentlich geplant hatte mit Adam. Und die Adam grandios verspielt hatte. Und jetzt der zweite Adam, ja, Christus, der diesen Feind, dem Adam erbärmlich unterlegen ist, eben für immer den Kopf zertreten hat, ne? Der Schlange. Übrigens, kleiner Hinweis, Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten. Manchmal wundert man sich, wie unlogisch und abstrus der Feind, die Schlange, reagiert. Na, ganz einfach, mit einer zermatschten Birne denkt sich's schlecht. Ja? Ja, das ist manchmal völlig irre, wie sonderbar der Feind reagiert. Also keine übermäßige Ehre dem Feind, ja. Deine Denkvermögen ist stark eingeschränkt worden, ja, weil ihm der Kopf zertreten worden ist. Halleluja übrigens dazu. So, jetzt also völlig neuer Cut. Und wisst ihr, als neutestamentliche Christen, da haben wir alle gehört, Jesus starb, prima, und dann sind wir neugeboren, alles super, das haben wir alles so drin. Und wir kapieren häufig gar nicht, was da für eine irrwitzige Brisanz drin steckt. Was da eigentlich abgegangen ist. Ab dem Zeitpunkt der Auferstehung wurde der eben noch Herrscher zum ewigen Verlierer, zur größten Losernummer aller Zeiten. Ja? Jesus besiegte Hölle, Tod und Teufel. Für immer. Und das hat eine völlig neue Situation geschaffen. Ein Shift, wie es keinen zweiten mehr gibt. Ab jetzt war wirklich alles anders. Ne? Jetzt musste der Feind sich völlig auf ein anderes Ding verlegen, nämlich, ja, egal. Okay, jetzt schauen wir uns als nächstes mit diesem Shift das Beispiel der Jünger an. Wir hatten erst das Beispiel Jesu. Ich habe gesagt, erstmal ist er geboren im Geist, hatte den Geist in sich. Dann kam der Heilige Geist auf ihn und dann wirkte er in der Kraft Gottes durch ihn. Ne? Okay, und dann kam auch noch die Herrlichkeit. Und jetzt schauen wir uns die Jünger an, wie das mit denen ist. Und gucken mal, wie das mit den Nachfolgern Jesu ist. So, wenn wir die Evangelien lesen, dann lesen wir, dass die Jünger unter der Anleitung Jesu teilweise sehr effektiv gedient hatten. Da war beispielsweise diese Story, wo er die 70 rausgesandt hat und so weiter. Und wo die zurückkamen und happy waren, sagen, die Dämonen sind uns untertan, alles prima. Und wenn du genauer guckst, dann siehst du, es gab keinen Ausschuss. Die hatten 100% Trefferquote. Ja? Die haben alle, die zu ihnen kamen, die wurden befreit. Da gab es nur eine einzige Ausnahme und das war dieser Junge, der da in dieses Feuer geschmissen worden ist. Und Jesus schnauzt die Jünger an wegen ihrem Unglauben, wegen dem einen Fall. Also das musst du dir schon mal eintüten. Ja? Also Jesus findet das alles andere als lustig, dass sie in diesem einen Fall da, versagen kann man nicht sagen, aber nicht so zum Durchbruch kommen. Die haben also durchaus sehr effektiv gedient. Die haben das Evangelium weitergegeben, das Reich Gottes verkündet. Die haben die Kranken gesalbt und für die Gebete und wie gesagt Dämonen ausgetrieben. Die waren nicht, einfach nur Mitläufer, die geguckt haben, was der Meister macht, sondern die waren schon im Dienst. Aber unter seiner Autorität und seiner Salbung und von ihm ausgesandt. Ne? Es war nicht ihr eigener Dienst, sondern es war der Dienst Jesu, der sie gebraucht hat. Gut.
Und jetzt kommt also dieser Zeitpunkt der Auferstehung. Vorher, das war ja dann die absolute Lachnummer, ja, als sie dann alle weggelaufen sind, sich versteckt hatten oder Petrus dann verleugnet hat und so weiter, wo du merkst, also die bringen es echt nicht auf die Reihe. Die sind teilweise, sagt die Bibel, ungläubig gewesen in dem Punkt. Aber jetzt kommt dieser Zeitpunkt der Auferstehung und Achtung, am allerersten Tag, an dem Tag der Auferstehung, also nicht 3 Tage später, sondern an dem Tag der Auferstehung, abends sind die Jünger zusammen. Da, wo morgens Jesus da am Grab zu Maria Magdalena gesprochen hatte. Ja? An dem Abend sind die Jünger zusammen und sind da ganz aufgeregt und reden und machen. Und da ist diese Situation, wo Jesus hineinkommt in diesen Raum. Wahrscheinlich war das dieser Obersaal, wo die eben gewesen sind und sich versammelt hatten. Genau da kommt Jesus hinein, durch diese verschlossenen Türen und ist auf einmal mitten unter ihnen. Das ist diese Story, wo der Thomas nicht dabei war und hinterher zweifelt. Ne? Ja. Okay, an diesem allerersten Tag der Auferstehung ruft Jesus diese Jünger zu sich und dann passiert etwas Interessantes. Er haucht sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Das überliest man so leicht. Das ist sowas von irgendwie so ein Nebensatz, denkst du. Ein absolut hammerhaft markantes Ereignis für die Jünger und für die Geschichte des Reiches Gottes. Er sagt, empfangt Heiligen Geist. Der Geist, das Wort Ruach im Hebräischen, ist ja Wind. Hauch, Atem. Also es steht immer für bewegte Luft. Also Luft in dem Behältnis, was zugeschraubt ist oder was, das ist keine bewegte Luft, ja, sondern es ist immer Luft in Bewegung, also ist eine Action. Ja? Und genau das hat Jesus gemacht. Er hat die Jünger angehaucht und sagt, empfangt Heiligen Geist. Er hat gerade eben den größten Sieg aller Zeiten errungen. Der Feind ist besiegt. Im Grunde genommen, nachdem er sich den Jüngern gezeigt hat, kommt er in die Versammlung und sagt, empfangt Heiligen Geist und gibt ihnen das erstmal weiter, nämlich das, was jetzt zur Verfügung stand, was vorher nicht da war. Ja? Das war also nicht irgendwas, was er sich ausgedacht hat, zu irgendeinem Zeitpunkt sagt, jetzt könnt ihr ein bisschen Heiligen Geist. Nein, es war vorher gar nicht möglich. Es musste erst sein Tod und seine Auferstehung und der Sieg über die Mächte der Finsternis erfolgen und dann, unmittelbar danach, sagt er, hier, empfangt. Ihr braucht's. Pneuma auf Griechisch. Danach geht die Story weiter und er zeigt sich 40 Tage den Jüngern. So lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 3. Indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. So, was ist das für mich? Das ist für mich und das ist für die, bedeutet das, und das ist etwas anders als für uns heute, damals für die Jünger. Das ist für mich der Moment, wo die Jünger wiedergeboren wurden. Da haben sie Heiligen Geist empfangen in sich. Und deshalb waren die danach auch verändert. Ja? Waren verändert. Johannes 20, Vers 19. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wenn jemand die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, sind sie ihm behalten. Also ein gigantisches Maß an Autorität. So. Wie gesagt, für mich ist das die Neugeburt der Jünger. Jetzt sind die Jünger, also nach unserem Verständnis, Christen geworden. Jetzt sind sie wiedergeboren. Ja? Jetzt haben sie den Heiligen Geist in sich empfangen durch dieses Anblasen. Das ist mein Verständnis. Ja? Jetzt kommt es zu dieser neuen Schöpfung. Und wenn du die Story mit den Jüngern anguckst, die waren sofort verändert. Mit einer Ausnahme, Thomas, der nicht dabei war. Ja? So, der hat eine extra Behandlung bekommen. Ah ja, beruhig dich. Alles gut. So,
Jetzt war folgende Situation. Jetzt waren die Jünger wie Jesus aus dem Geist geboren. Sie hatten den Geist in sich. Jetzt hatten die Jünger den Heiligen Geist in sich. Jetzt begann etwas völlig Neues. Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ja, es ist in uns gegossen. Das haben die Jünger erlebt. Römer 8, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Oder Titus 3, Vers 5. Er rettete uns durch die Waschung, Taufe, der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. So, wenn der Heilige Geist in einem Menschen ist, ja, dann ist er wiedergeboren. Und ich möchte es mal so sagen. Jeder Christ, der gerettet ist, der erlöst ist, der wirklich wiedergeboren ist, muss den Heiligen Geist in sich haben. Es muss ja durch den Heiligen Geist geschehen. Es ist ja eine Wiedergeburt. Der ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Ja, für uns, in unserem Verständnis ist das vielleicht, ja, ich habe mich für Jesus entschieden und bekehrt. In der geistlichen Dimension ist es anders. Du bist eine neue Kreatur. Alles ist neu geworden. Es ist völlig anders. Vorher war es, wie es war, jetzt ist eine neue Kreatur. Und du hast den Heiligen Geist in dir. Ob du es magst oder nicht, ob du es realisierst oder nicht, ob du es willst oder nicht, ist vollkommen wurscht. Solange du Christ bist, festhältst, wiedergeboren bist, hast du den Heiligen Geist in dir. Viele Leute realisieren das nur nicht, weil sie nicht geschult sind oder weil sie komische Theologien haben. Aber der Heilige Geist, wenn du ein wiedergeborener Christ bist, ist in dir. Du bist geboren im Geist. Der Geist ist in dir. Ja? Jeder, der an mich glaubt, wie die Schrift sagt, sagt Jesus. Und das sollte für uns alle gelten. Interessanterweise werden hier 40 Tage erwähnt, in denen Jesus sich zeigt. Was war denn, als Jesus den Heiligen Geist in sich, als der Heilige Geist kam auf ihn? Ja? Da hat der Geist ihn 40 Tage in die Wüste getrieben, nach diesem Ereignis. Und hier hast du die Situation für die Jünger, dass wieder diese 40 Tage sind, wo Jesus sich ihnen zeigt. Danach, nach den 40 Tagen, kommt das Ereignis Himmelfahrt, dann sagt er, Achtung, Achtung, hier bleiben, nichts machen, kein Blödsinn, ja, bis die Verheißung des Vaters kommt. Im Gegensatz zu manchen Predigern, die sich mit dem alttestamentlichen Zusammenhängen hier nicht auskennen, die denken, naja, das hätte ja sein können irgendwann. Hätte ja sagen können, ja, in einem Tag oder zwei Tagen oder zwei Monaten oder fünf. Nein, die Jünger wussten genau, welcher Termin genannt ist, weil Jesus hat die Formulierung gebraucht, die Verheißung des Vaters. Und die Verheißung des Vaters bis zum heutigen Tag im Judentum ist ein ganz klarer Termin, das ist Schawott oder Pfingsten nennen wir das, das Wochenfest. Ja, Schawott ist, da gibt es die Verheißung des Vaters, ist ein Thema, was im Judentum eingebettet ist, schon von dem Sedermahl bei Passa. Ja, da gibt es die Verheißung des Vaters, die dann bei Schawott eingelöst werden muss. Anderes Thema. Aber jeder von denen wusste, irgendwas gibt es an Schawott, an Pfingsten. So, und das ist in 10 Tagen. Also wussten, okay, wir haben hier 10 Tage zu bleiben und dann passiert was. Ich glaube nicht, dass sie wussten, was kommt, aber sie wussten auf jeden Fall, wann es kommt. Ja? Also so nach dem Motto, dass sie sich darauf eingestellt haben, den Rest des Lebens da zu warten, das war nicht der Fall. Sondern sie wussten, 10 Tage, dann gibt es was. So, jetzt war also folgende Situation. Durch dieses Anhauchen war der Geist in ihnen. Erstmalig. Jesus zeigt sich ihnen, schult sie, dann kommt dieses Himmelfahrtsding. Und dann sagt er, dann bekommt ihr die Verheißung des Vaters. Okay. Jetzt waren sie natürlich gespannt. Es war übrigens sehr präzise, was Jesus ihnen gesagt hat, in Jerusalem zu bleiben. Apostelgeschichte 1, Vers 4 bis 8. Als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen. Befahl, ne? Befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Achtung! Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden. So, mit Heiligen Geist getauft werden.
Die wussten, es kommt irgendetwas. Das war aber ein Ereignis, was ja bis jetzt in der Geschichte Gottes mit den Menschen noch niemals jemand zuvor erlebt hatte. Die wussten also wahrscheinlich nicht, was auf sie zukommt. Die wussten nicht, was da auf sie zukommt. Und Jesus führt weiter aus und sagt dann, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Achtung, der Heilige Geist war in ihnen durch dieses Armblasen. Und jetzt geht es darum, dass der Heilige Geist auf sie kommt. Kraft, wenn der Heilige Geist auf sie kommt. Jetzt musste Jesus natürlich erstmal zum Himmel auffahren. Ja? Er musste zu Gott kommen, dem Vater. Er musste verherrlicht werden. Ich sag mal, intronisiert werden. Sich zu Rechten des Vaters setzen. Und dann hat er, Jesus, den Heiligen Geist gesandt. Reinhard Bonk hat das in einem Buch mal so beschrieben. Jesus ist auferstanden und hat die Tore zum Himmel aufgestoßen. Die waren auf. Und hat sich dann den Thron zu Rechten des Vaters gesetzt. Und als der Heilige Geist gesandt worden ist, dann ist er durch diese offenen Tore, durch das offene Tor, ist er einfach heruntergekommen auf die Jünger. Ja? Und weißt du was? Die Tore sind immer noch offen. Die wurden nie wieder geschlossen. Die waren geschlossen nach dem Sündenfall. Nach dem Sündenfall wurde das geschlossen. Aber seit Pfingsten oder seit der Auferstehung ist das Ding offen. Immer offen. Wir brauchen nicht mehr beten, oh Heiland, stoß den Himmel auf. Nee, das Ding ist offen. Es ist absolut offen. Ganz wichtig. Ja? Deshalb dürfen wir jederzeit zum Vater kommen, mit Freimütigkeit. Ja? Mit aufgedecktem Angesicht. Direkt unmittelbar zum Thron der Gnade. Was heißt? Ins himmlische Allerheiligste. So, wenn du betest, ja, also richtig betest und mit Gott sprichst, dann erwartest du, dass der dich hört. Du erwartest da eine, ich sag mal, Kommunikation. Hoffentlich. Ja. Warum? Weil der Weg offen ist. Du brauchst keinen Mittler, du brauchst kein komisches Opfer, du brauchst nicht irgendwas, sondern du kannst einfach jederzeit, wo du bist und stehst, direkt mit Gott connecten. Das ist ein unvorstellbares Vorrecht. Und deshalb lieben wir Lobpreis, wo das einfach freigesetzt ist, dass du das machen kannst, dass du Zeit hast, mit Gott persönlich in Kontakt zu kommen. Du, nicht dein Nachbar und dein Mann und deine Frau, sonst was, sondern du selber. Du berührst das Herz Gottes. Gut. Kleiner negativer Beigeschmack bei der ganzen Geschichte. In 1. Korinther 15, Vers 6 schreibt Paulus, dass Jesus mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen ist. Während dieser 40 Tage. Gell? In Apostelgeschichte 1, Vers 15 lesen wir, es war eine Menge von etwa 120 Personen beisammen. So, deshalb geht man davon aus, 120 waren da, als das Pfingstereignis stattfand. Es waren eigentlich viel mehr. Die waren aber nicht dabei. Nun, warum die nicht dabei waren, sagt die Bibel nicht. Es kann auch sein, dass sie einfach nicht mehr in den Raum reingepasst haben. Ja? Also, ganz möglich. Aber nicht jeder der Jünger, nicht jeder, der mit Jesus war, hat dieses Pfingsten persönlich live miterlebt. Ja? Nicht jeder Nachfolger erlebt sein ganz persönliches Pfingsten, erlebt, wie das Feuer des Heiligen Geistes auf sich kommt. Oha, das ist eine ernste Nachricht. Wir müssen uns danach ausstrecken. Wir müssen sagen, ich will dabei sein. Ich muss mich aufmachen. Ich will es wirklich empfangen. Ich meine, in der weiteren Entwicklung gab es Gnade und der Heilige Geist fiel auf alle, wie wir gleich noch lesen werden und so weiter. Aber hier an diesem ursprünglichen Pfingstereignis in dem Obersaal, da waren eben nur die 120 People. Klammer auf, ein Haufen Frauen übrigens dabei. Halleluja, Klammer zu. Ja, so, das ist unmissverständlich in der Bibel. Und die anderen waren eben die B-Mannschaft. Die waren da nicht dabei. So, und das sollte nicht für dich und mich gelten. Apostelgeschichte 2, ab Vers 1 dann. Ne? Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle, nämlich die 120, an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Ja, erfüllte das ganze Haus. Da habe ich Freitag drüber gesprochen. Diese Formulierung finden wir bei der Einweihung der Stiftshütte
als die von der Herrlichkeit des Herrn erfüllt worden ist und die nicht mehr reinkommen konnten. Das finden wir bei der Einweihung des Salomonischen Tempels, ja, als die Herrlichkeit des Herrn den ganzen Tempel erfüllt hat. Und da heißt es auch, das erfüllte das ganze Haus. Erfüllte das ganze Haus. Und das wird hier wieder formuliert. Die Gegenwart Gottes erfüllt das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer. Und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Der Heilige Geist kam auf sie und sie wurden erfüllt. Und das ist allgemein das, was man als die Ausgießung des Heiligen Geistes nennt. Ja, die Taufe. Taufe, Ausgießung. Und sie empfingen Kraft, Dynamos, Energie, Power. Und etwas weiter lesen wir dann in Apostelgeschichte 2, ab Vers 17. Da zitiert Petrus den alttestamentlichen Propheten Joel. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Eure Söhne, eure Töchter werden weissagen, eure jungen Männer werden Gesichter sehen, eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden weissagen und ich werde Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Und deshalb sagt Petrus in der Pfingstpredigt, hallo Leute, was ihr hier seht, das ist das, nämlich die Ausgießung des Geistes auf die Menschen. Das gab es vorher nicht. Da war der Heilige Geist auf einzelnen Personen, teilweise auch nur befristet. Der wurde auch wieder weggenommen. Da gibt es ganz eigentümliche Geschichten, wo Saul auf einmal anfing zu prophezeien, weil der Geist auf ihm kam und sowas. Obwohl er eigentlich völlig neben der Latte war ansonsten. Ne? Aber dann war der Geist wieder weg. So, und hier ist aber der Geist dauerhaft auf den Menschen und in ihnen drin. In ihnen drin. Halleluja. Apostelgeschichte 2, Vers 33, geht es um Jesus. Da heißt es, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er diesen ausgegossen, was ihr hier seht und hört. Ja? Jesus empfängt die Verheißung des Heiligen Geistes und er ist derjenige, der im Heiligen Geist tauft. Er ist derjenige, der den Geist ausgießt. Und das ist, was da passiert ist und das ist, was immer und immer und immer und immer wieder in der Weltgeschichte, in der Kirchengeschichte passiert ist. Momentan geht man davon aus, dass es etwa, kein Mensch kann das natürlich prüfen, aber etwa 1 Milliarde geisterfüllte Christen gibt auf der Welt. Also wiedergeborene Christen. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, etwa ein Achtel. Die moderne Missionslehre geht davon aus, wenn 10% der Bevölkerung eines Landes mit dem Evangelium erreicht sind, gilt das Land als nicht mehr Missionsland. Wenn du drunter bist, ist es Missionsland. Also die gesamte Welt wäre nicht mehr Missionsland. Aber es gibt ein paar Staaten, Länder, Regionen, die sind so ein bisschen, weißt du, wie bei Asterix, die konnten noch nicht eingenommen werden. Das ist noch so ein kleines Bollwerk da, irgendwo in der Ecke. Und einer von diesen Bollwerken ist Deutschland. Da haben wir nämlich zwischen 1-2% Christen, die das für sich beanspruchen. Die sagen, ja, ich bin wiedergeboren, im biblischen Sinne gläubig. Ja, so. Also wir sind drastisches Missionsland. Gilt für die meisten mitteleuropäischen Länder. Ja, aber anderswo sieht es anders aus. Und der Herr sagt, ich werde das tun. Ich werde meinen Geist aufgießen über mein Volk. Ich werde meinen Geist ausgießen auf alle Menschen. Das ist nochmal eine andere Story für sich. Sehr spannendes Thema. Aber Petrus sagt, was ihr hier seht, Leute, dass der Geist ausgegossen wird, das ist der Anfang von dieser Prophetie von Joel, dass die erfüllt wird. So, und wenn wir dann uns die Story weiter angucken, was passiert, dann sehen wir sie, dass die dadurch für den Dienst ermächtigt worden sind. Ja, auf einmal war völlig anders. Auf einmal haben die nämlich die Power gehabt, dass der Geist Gottes Dinge durch sie tun konnte. Ja? Interessanterweise wirkten die wie betrunken, morgens um 9. Also ich meine, die Erscheinungsweise, wie sich das dargestellt hat mit der Taufe im Heiligen Geist, war für die unbeleckten Zuschauer so, dass die betrunken sind. Das war das Einzige, wie die das irgendwie damit verbinden konnten.
Halleluja, ja, Amen dazu. Heißt also, wir müssen auch davon uns verabschieden, dass das immer so läuft, wie wir uns das gerne vorstellen, brav, ordentlich und sittsam, deutsch womöglich, ja, sondern dass der Heilige Geist das anders macht, als so wie er es eben möchte. Das kann durchaus dramatische Erscheinungsformen haben und das hat es auch teilweise, sowohl in der Kirchengeschichte wie auch heute, wenn der Geist tatsächlich fällt, ja, wenn Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt werden oder wenn er auf sie kommt. Das ist etwas Dramatisches. Hey, es ist der Geist Gottes. Er ist heilig. Ja, wenn auf einmal ein zerbrechliches, menschliches Gefäß mit dem Geist Gottes, wie soll ich mal sagen, in Berührung kommt, ist im Grunde genommen alles möglich. Du kannst froh sein, wenn du mit dem Leben davon kommst. Ja. Und dass die Leute auf den Boden gehen, ist noch das Geringste. Warum? Weil sie es einfach nicht mehr halten können unter der Gegenwart Gottes. Wo ist das Problem? Wäre erstaunlich, wenn die einfach so weitermachen könnten wie vorher. Es muss doch Veränderung geben. Und damals war es so, die haben gesagt, ja Mensch, die sind alle besoffen. Warum? Weil sie das nicht einordnen konnten, was da passiert. Ich wünsche mir Gemeinden, wo wir nach dem Gottesdienst rausgehen und die Leute draußen sagen, die sind ja alle betrunken, die sind alle besoffen. Die haben ja alle einen an der Waffel, ja, wie die da rauskommen. Ja, das wäre das Beste, was uns passieren könnte, das wäre mal echt ein Zeugnis. Ja? So, ja. Das Beste wäre, wenn die Polizei schon wartet, weil sie einfach dafür sorgen muss, dass da, ja, okay. So, die Taufe im Heiligen Geist, ja, die Taufe im Heiligen Geist passierte da an Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und jetzt waren sie ermächtigt für den Dienst. In Matthäus 3, Vers 11 lesen wir, was Johannes, der Täufer, gesagt hat über Jesus. Und zwar hat er gesagt, ich zwar taufe mit Wasser zur Buße, aber der nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Feuer taufen. Und das ist genau das, was passiert ist. Und Jesus sagt schon, ich bin gekommen, um Feuer zu werfen und ich wünschte es, Lutherdeutsch, brennete schon. Ne? Das war genau das. Er hat gesagt, mein eigentliches Ding ist, ich will das Feuer des Heiligen Geistes freisetzen auf dieser Erde. Ich will im Geist taufen. Ich will dieses Feuer des Heiligen Geistes, dass es hier unter den Menschen brennt. Das ist nach wie vor der Wunsch des Herrn. So, also, nach meinem Verständnis, die Jünger, ganz ähnlich wie Jesus, empfingen den Heiligen Geist in sich und sie wurden eine neue Kreatur. Und jetzt zu Pfingsten kam der Heilige Geist auf sie. Ja? 1. Petrus 4, Vers 14 spricht davon, dass der Geist der Herrlichkeit und Gottes auf uns ruht, auf uns. Unmittelbar nach dem Pfingstereignis kam es zu überzeugenden Predigten, zu Buße, zu Lebensübergabe, zu drastischen Lebensveränderungen bei zahlreichen Personen. Gemeinhin nennen wir sowas Erweckung. Ja? Aber das war wirklich was. Und unmittelbar danach, sofort, wird von Zeichen und Wundern berichtet. Apostelgeschichte 2, Vers 43, das ist noch das gleiche Kapitel. Ne? Da heißt es, es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. So, die haben also den Heiligen Geist empfangen in sich. Ne? Und Jesus sagt, wartet mal, da gibt es noch mehr. Es gibt noch mehr. Das ist schon mal gut, aber es gibt noch mehr. Das waren alles Leute, die waren schon im Dienst gewesen. Ne? Und sagt er, jetzt empfangt den Heiligen Geist. Okay, Step 1, in euch. Und dann, jetzt wartet ihr, bis die Verheißung des Vaters kommt und dann geht's los. Und genau das war dieses Pfingstereignis, als der Heilige Geist in ihnen war und auf ihnen war. Und jetzt sind sie in einer Power und Dynamik losgegangen im Dienst, der Geist in und auf ihnen. So, und wenn wir das Kapitel der Kapitel der Apostelgeschichte uns anschauen, das haben wir am Freitag gemacht, dann merken wir, dass es da eine kontinuierliche Freisetzung von Wundern und Zeichen und Krafterweisen und sonst was gibt, dass da auf einmal das geradezu explodiert. Apostelgeschichte 4, Vers 29, sehr bemerkenswerte Verse, das war nach dem ersten Stress mit der Obrigkeit, den sie hatten, kommt die Gemeinde zusammen und betet folgendes Gebet. Nun Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst, dass Heilung, Zeichen und Wunder geschehen. Sag mal auf, das ist das volle Package, ne? Heilung, Zeichen, Wunder. Durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, Erdbeben also, und sie wurden, Achtung,
alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also zu Pfingsten waren es diese 120 People da oben drin. Aber jetzt, spätestens zu dem Zeitpunkt, waren sie alle, die da zusammen waren, waren mit dem Heiligen Geist erfüllt. Voll Heiligen Geistes. In ihn, auf ihn, absolut. Ja? Und deshalb lesen wir, dass der Dienst ab dem Moment, wo sie um diese Freimütigkeit und um diese übernatürliche Begleiterscheinung gebetet hatten, nochmal richtig explodiert ist und nochmal richtig weiterging. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk. Steht in Apostelgeschichte 5, Vers 12. Zwei Verse später, in Vers 14 heißt es, aber umso mehr wurden solche, die an den Herrn glaubten, hinzugetan. Scharen von Männern und Frauen. Scharenweise kamen die dazu. Ne? Damals. Sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und die auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen überschattete. Steht hier, Apostelgeschichte 5, Vers 14 bis 16. Damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Das ist genau das gleiche Wort. Was war denn da? Der war so saturiert von dem Heiligen Geist, so eingehüllt in diese Heiligkeit, in diese Gegenwart Gottes, dass, wenn er nur irgendwo hinkam, das bereits Auswirkungen hatte. Weil der Heilige Geist das sozusagen überschattet hat und was hervorgebracht hat. Heilung, Befreiung, was auch immer. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen. Sie brachten Kranken und von unreinen Geistern Geplagte und, Achtung, die alle geheilt wurden. Wir müssen verstehen, das Level, was in der Apostelgeschichte angelegt wird, ist genau das gleiche Level, was Jesus machte. Du liest immer wieder, der kam in irgendeinen Ort und alle wurden geheilt und alle wurden befreit. Und da ist diese komische Story mit seinem Heimatort Nazareth, wo er sich wundert und er wenig tun kann wegen dem Unglauben. Aber wo eben diese Vorbehalte nicht waren, ging er hin und alles. Immer wieder. So, jeder, der wollte, konnte. Das gleiche Level hast du bei der Apostelgeschichte. Alle wurden geheilt, alle wurden befreit. Alle erhielten den Heiligen Geist. Ganz bemerkenswert. Wir müssen uns von diesem Klein-Klein-Denken, was so typisch deutsch ist, verabschieden. Ja? Wir müssen kapieren, der Heilige Geist ist für alle Christen. Warum? Weil die sind eh schon neu geboren im Heiligen Geist. Man kann auch auf sie noch draufkommen. Ja? Die Geistestaufe, Pfingstereignis ist für jeden von uns. Wirklich. Und zwar real. Ja? Also, ja, ganz real. Fasste dich jetzt. Nein, gut, belassen wir es dabei. So, jetzt habe ich mich hier auch noch verblättert. Wenn du das siehst, die ganze Apostelgeschichte entwickelt sich und entfaltet sich immer mehr. Immer mehr siehst du, dass die Leute voll Heiligen Geistes waren, voll Freude, voll Gnade, voll Kraft, voll. Und dass sie erstaunlichste Auswirkungen haben. Wir haben Freitag darüber gesprochen, bis hin, dass es heißt, wir haben den ganzen Erdkreis erschüttert. Hier, weißt du was? Wir kriegen es kaum hin, ohne Vorbehalte jetzt, einfach nur ganz objektiv gesagt, hier unser kleines Nest hier mit 12.500 Einwohnern zu erreichen. Ja? Das ist kein Wort davon die Rede, dass wir hier die Stadt mit der Lehre Jesu erfüllen. Vom Erdkreis erschüttern schon gar nicht. Aber das ist das, was normaler Level ist, der für uns angelegt ist. Das ist das, was eigentlich unser Horizont sein sollte. Das ist das, was hier als Muster in der Apostelgeschichte für uns dargelegt ist. Und in der Geschichte der Kirche siehst du immer wieder, dass es solche Aufbrüche gab. Und wenn du in die dritte Welt guckst, die sogenannte, auf der südlichen Erdhalbkugel, da gibt es Regionen, wo exakt das hier passiert. Da gibt es Regionen, da wird wirklich die ganze Region aufgemischt von Christen, die der Kraft des Heiligen Geistes vorwärts gehen, mit Zeichen und Wundern, die nicht verleugnet werden können. Die einfach da sind. Ne? Halleluja. Deshalb liebe ich es, mit Afrikanern zusammen zu sein, die das kennen. Ja? Weil die haben ein völlig anderes Glaubenslevel, weil die haben es schon erlebt. Die haben das schon erlebt, was wir noch erleben werden. Halleluja. Halleluja. Wir kommen dahin. Ehrlich, es gibt zu viele Prophetien, als dass wir nicht dahin kommen können. So, du kannst dir es also so vorstellen. Johannes stand im kalten Wasser, vielleicht auch nicht ganz so kalt, des Jordans.
und taufte mit Wasser. Aber Jesus, der Täufer im Heiligen Geist, der steht im Feuerstrom des Heiligen Geistes und er tauft uns mit flüssigem Feuer. Er tauft uns mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Jesus ist der Täufer. Also nochmal, Jesus ging zum Vater. Der Vater hat ihm im Grunde genommen die Möglichkeit gegeben, den Heiligen Geist auszugießen und Jesus hat ihn freigesetzt, hat ihn ausgegossen. Er ist der Täufer im Heiligen Geist. Jesus ist derjenige, nach dem wir uns ausstrecken, wenn wir im Heiligen Geist getauft werden wollen. So, wenn du also Christ bist, hast du den Geist in dir. Aber es gibt mehr. Der Heilige Geist soll auch auf dich kommen. Und zwar richtig, dich einhüllen. Aber eben nicht nur das, sondern noch mehr. Er soll auch durch dich wirken, ja, in dem Zeichen und Wunder und alles Mögliche passiert. Der Geist also in dir, auf dir und durch dich. Ströme lebendigen Wassers, die fließen. Das ist das, worum es mir geht. Das ist das, wonach ich mich ausstrecke. Das ist das, was ich viel mehr haben will. Und ich hatte vorhin gesagt, ich habe früher, ist noch gar nicht so lange her, bis vor einigen Monaten, immer gesagt, ja, im alten Bund, da hatten sie nur den Heiligen Geist auf sich, diese paar People. Aber wir haben was viel Besseres. Ja, wir sind im Heiligen Geist geboren, eine neue Kreatur. Der Heilige Geist ist in uns, der geht auch nie wieder weg. Und das ist die Wahrheit. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Der Heilige Geist in uns ist nochmal was anderes, als dass der Heilige Geist auch auf uns kommt. Ja, dass wir gesalbt werden, dass wir damit ausgerüstet werden und dass wir in der Kraft des Geistes wirklich vorwärts gehen können. Und du siehst das hier mit meinem kleinen Exkurs bei Jesus, dass das der gleiche Weg war. Ja, in ihm, auf ihm und dann hinterher durch ihn und genauso bei den Jüngern. Und genau das Gleiche für mich ist das, was für uns gilt. Ja, wiedergeboren durch den Geist in uns, der in uns ist, sonst kannst du kein Christ sein. Ohne Heiligen Geist kannst du nicht in den Himmel schaffen, ehrlich. Es gibt immer wieder Leute, die meinen, sie können irgendwie durch, keine Ahnung, Beziehung zu Jesus allein in den Himmel kommen. Das funktioniert nicht, du brauchst den Heiligen Geist, das ist Gott. Ohne Heiligen Geist in der Gegenwart Gottes kann nichts existieren. Ja, weil er ist heilig. Wir brauchen diesen Heiligen Geist, den Jesus uns gibt. So, wenn also ein Mensch sich richtig bekehrt, wird er neu geboren. Und das ist ja dieser Geburtsprozess. Und er hat den Heiligen Geist in sich. Dann hoffentlich kommt er irgendwann an den Punkt, dass der Geist auf ihn kommt, damit er wirklich gesalbt ist für den Dienst und in die Werke Gottes hineingehen kann. So, und meine Frage ist die, und ich frage ehrlich, ich tue mich selber und mit dieser Frage seit, ich will nicht sagen Monaten, sondern eher Jahren, tue ich mich rumschlagen. Haben wir das? Haben wir das wirklich? Weißt du, so vom Werdegang her, hatte ich kürzlich erzählt, ich hatte keine klassische Geistestaufe, wie man die so in manchen Gemeinden ja erlebt, womöglich gar noch mit Handauflegung, sondern bei mir war das so, ich hatte mich bekehrt und jahrelang eierte ich rum, und also viele Jahre, was weiß ich, 20. Ja, und irgendwann bekam ich ein Buch in die Hand, wo es einfach mal um Geistestaufe ging und ich habe nur das Buch gelesen und das war für mich alles theologisch nachvollziehbar und dann habe ich gesagt, okay Herr, dann ist es so und dann möchte ich bitte schön jetzt in neuen Sprachen sprechen. Mund aufgemacht, es ging los. So, da war also kein dramatisches Ereignis in dem Sinne, dass da irgendwie was war, sondern es war nur eine verstandesmäßige Freisetzung. Warum? Weil das war schon da. Ja? Aber ich will dir was sagen. Mit Kraft hatte das nicht das Geringste zu tun. Das war keine Ausrüstung mit Kraft. Punkt. Ich brauche mir da nichts vorzumachen. Bis zum heutigen Tag, wenn wir für Kranke beten oder für Menschen in Notsituationen, es ist wenig Durchbruch. Warum? Weil diese Kraft, wie es hier beschrieben wird, gar nicht so freigesetzt ist. Obwohl ich so schön in Zungen beten kann. Wenn ich jetzt also, wie das übrigens theologisch sehr sauber und sehr korrekt dargelegt, in zahlreichen pfingstlichen und charismatischen Gemeinden, die ich äußerst schätze, gelehrt wird, wenn du in Zungen reden kannst, hast du es. Hast du Geistestaufe. Weißt du was?
Also, ich bezweifle es. Ich bezweifle es, und zwar in dem Sinne, dass ich sage, es muss eine Taufe mit Feuer geben, es muss eine Taufe geben, wo du wirklich real die Kraft hast. Das, was du hier nämlich liest. Was nützt es dir denn, wenn du dein Leben lang in Zungen schön betest? Nichts dagegen, jetzt schon gut, ja. Aber es passiert nichts. Deine Kinder gehen vor die Hunde, ja. Dein Nachbar stirbt jämmerlich an irgendeiner Krankheit, ja. Hast finanzielle Probleme und alles, ja. Die Kraft ist nicht da. Du hast keinen Impact in deinem Umfeld. Die Menschen um dich herum denken, ja, netter Spinner, glaubt an irgendwas Komisches und fahren zur Hölle. Weil die Kraft nicht da ist. Obwohl du wunderbar in Zungen beten kannst. Wirklich, ich schätze das extrem. Also versteht mich richtig. Aber da muss mehr geben. Da muss es viel mehr geben. Es muss dieses Pfingstereignis geben, was wir hier lesen. Es muss zu dieser Ausgießung kommen, die tatsächlich dazu führt, dass der Geist durch uns in der Kraft Gottes wirkt. Ja, wie wir es hier haben. Und zwar, dass alle geheilt werden. Das ist die Zielsetzung. Dass alle befreit werden. Ja, dass der Geist auf alle fällt. Hier wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist der Standard der Bibel. So, was ich also sagen will ist, egal ob wir jetzt aus evangelikalen Gemeinden kommen oder aus Kirchengemeinden kommen oder aus pfingstlichen oder charismatischen Gemeinden kommen, das Level, auf dem wir uns eingenistet haben, ist lachhaft. Es ist nicht biblisch. Es ist nicht das biblische Niveau, auf dem wir uns bewegen. Und da müssen wir alle sagen, hey, wir sollten uns noch mehr ausstrecken. Wir sollten uns danach ausstrecken, dass wir viel mehr empfangen von dem, was der Herr für uns hat. Da steht's. Gott hat mehr für uns. Er hat für jeden von uns in der Tat real viel mehr. Warum? Er will durch dich einen echten Einfluss in dein Umfeld, in deine Bevölkerung, in deine Arbeitskollegen, Mitschüler, Mitstudenten, keine Ahnung, alles Mögliche, Mitrentner, ja, geben. Hey, der Herr will ganze Altenheime erwecken. Wo ist das Problem? Ne? Aber dazu können wir nicht so weitermachen, wie wir bis jetzt rumgeeiert haben. Das ist, ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich sage nur, es ist nicht genug. Es reicht nicht. Wir haben von dem, was der Herr uns verheißen hat, doch überhaupt nur mal dran getatscht. Das ist doch alles viel zu wenig. Das ist doch viel zu wenig. Wir haben 84 Millionen Leute in Deutschland. So, von denen hast du 1-2% Christen. Sagen wir mal 2 Millionen, sind wir mal optimistisch, gehen 82 Millionen zur Hölle. Was sagt Gott? Er sagt, ich möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Hey, da gibt es einen Job zu tun. Da gibt es einen richtigen Job zu tun. Und wie ich so immer sage, ja, es gibt Länder in der Welt, da gibt es 30-40% wiedergeborene Christen. Und die haben einen realen Impact. Es gibt Veränderungen, das können wir uns nicht vorstellen. Manchmal sind das Länder, über die wir die Nase rümpfen. Denken Sie, was sind das für abstruse Nationen? Ja? Alles, was wir mitkriegen, ist, da gibt es Korruption. Das ist aber nicht die Wahrheit. Wenn wir uns damit beschäftigen, was beispielsweise in Argentinien abgeht, für gigantische Erweckungen seit Jahrzehnten. Ja, und das, was bei uns an Informationen über so ein Land kommt, ich sag dir, wir werden verblödet, werden wir regelrecht. Von den Nachrichten, die verblöden uns, die berichten nämlich über alles, aber nicht über das, was wirklich abgeht. Ja, in Afrika, südlich der Sahara, es ist gigantisch, was da passiert. Es ist gigantisch, was es da für Veränderungen kommt. Das ist nicht alles super toll und nur schön, aber es gibt gesellschaftliche Veränderungen und eine Bewegung des Christentums, die können wir nicht mal uns vorstellen. Ja, habe vor ein paar Tagen mit einem Koreaner gesprochen. Er hat gesagt, ja, Korea war eine hinduistische oder was Nation, Shintoismus, weiß nicht, was sie da hatten. Ja, doch inzwischen ist es eine christliche Nation. Die Nation wird offiziell als christlich bezeichnet. Einfach weil es seit, keine Ahnung, 40, 50 Jahren Aufbrüche gibt, weil Leute in dieses Ding reingekommen sind, dass der Heilige Geist in ihnen und auf ihnen wirkte und durch sie einfach diese Zeichen und Wunder getan hat und Scharen, wie es hier auch heißt, Scharen von Menschen bekehren sich. Warum auch nicht? Guck dir doch mal die Situation an. Irgendjemand, der sich für Übernatürliches interessiert, wo landet der? Also im besten Fall in der Esoterik, im schlechtesten Fall im Okkultismus. Und in einzelnen Ausnahmefällen im Leib Jesu. Warum?
weil es so wenig freigesetzt ist. Das sollte sich ändern. Und das gilt für dich und für mich. Und wenn du hier bist und diese Message hörst, dann ist das etwas, was Gott dir sagen möchte. Du darfst, du sollst dich danach ausstrecken und sagen, genau das gilt für mich. Ich werde den Heiligen Geist in mir haben, auf mir haben und er wird durch mich wirken. Und das, was hier in der Apostelgeschichte steht, Heilung, Zeichen, Wunder, das ist mein Ding. Nehme ich einfach. Nehme ich für meine Kinder, nehme ich für meine Eltern, nehme ich für meine Geschwister, nehme ich für meine Verwandte, nehme ich für meine Arbeitskollegen, nehme ich für den Menschen, mit denen ich einfach zu tun habe, den Blöden wie den Guten. Ich nehme das einfach für die Menschen, mit denen, ich nehme es einfach. Weißt du was? Ich will dir ein Geheimnis sagen. Wenn du es nicht nimmst, nimmt es keiner. Wir sind da auch in Verantwortung. Denk an die 500 People, die dieses persönliche Pfingsten eben nur teilweise erlebt haben, weil nur 120 da waren. Du kannst das Ding verpassen. Du kannst verpassen, dass du dabei bist, was Gott für dich hat. Du kannst an deiner Berufung vorbeigehen. Und dann wird es ziemlich ernst, wenn du an diese anvertrauten Talente und Funde denkst, ja, wo der Herr einfach erwartet, dass du damit wucherst, wie es so schön heißt. Dass du die gebrauchst, dass du die nutzt. Und nicht irgendwo nur in der Ecke vergräbst und sagst, naja, ist ja ganz nett. Sondern, dass du sagst, hey, der Herr hat mehr für mich und ich werde mit dem, was er mehr für mich hat, wirklich losgehen und ich will, dass ich von ihm gebraucht werden kann. Also nochmal die Frage, hast du das? Hast du das wirklich, dieses Erlebnis der Geistestaufe, dieser Ausrüstung mit Kraft? Hat Gott wirklich mehr für dich? Streckst du dich nach dem Heiligen Geist aus? Das ist von absolut unermesslicher Bedeutung. Weißt du, wir müssen unser Leben hingeben für den Herrn, wie ein Opfer auf dem Altar. Ja? Ein hingegebenes Leben ist ein Opfer auf dem Altar und das Feuer muss kommen und das verzehren. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das Feuer des Heiligen Geistes darf dich verzehren, also den Rest deines Lebens, deine Lebenskraft. Die brauchst du nicht für sonst was oder Computerspiele oder Fernsehen oder Blödsinn auszugeben. Ja? Die kannst du für das Reich Gottes verzehren lassen. Die verzehrt sich so oder so. Aber du kannst sie fürs Reich Gottes verzehren lassen. Das Feuer des Heiligen Geistes muss unser Leben verzehren. Spürst du das Feuer? Hast du es in dir? Habe ich es in mir? Verzehrt es uns? Brennt es wirklich? Und das ist die Frage, darf der Herr die Kontrolle übernehmen über uns? Wirklich? Auch wenn es vielleicht nicht so ganz deutsch hergeht. Nicht so ganz ordentlich, wie wir es so gerne hätten. Wenn wir vielleicht irgendwie peinlich auffallen könnten. Das hat was mit dieser echten, wirklichen Hingabe zu tun. Und dann ist das nächste Ziel, was dann daraus kommt, wie bei Jesus, ist, dass die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert. Und das ist eigentlich das Ziel, was der Herr will, dass die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert. Denn die Prophetien sagen im Alten Testament, dass die Herrlichkeit Gottes die Erde bedecken wird, wie Wasser das Meer bedeckt. Oder dass die Erkenntnis über die Herrlichkeit des Herrn, was identisch das Gleiche ist, die Erde bedecken wird, wie Wasser das Meer bedeckt. Das heißt, die ganze Erde soll von der Herrlichkeit des Herrn eingehüllt sein. Joel sagt, alle Menschen sollen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ich glaube, wir haben keine Ahnung, was da eigentlich für aberwitzige Aussagen drin stecken. Aber wir und diejenigen, die heute in Verantwortung sind, hier für unsere Nation vorwärts zu gehen und da einfach uns im Herzen zur Verfügung zu stellen.